Willkommen zurück beim Mobility Blog von CrossFit Forest. Ich möchte euch heute den Prayer Stretch zeigen. Und zwar möchte ich auch erstmal erklären, warum das Ding überhaupt Prayer Stretch heißt. Wissen viele gar nicht, weil oft wird er zum Beispiel auch bei uns in der Box im Stehen gemacht, weil es schneller geht, das vorzubereiten, ist letztendlich nicht unbedingt weniger effektiv als die offizielle Variante. Ich zeige euch beide heute, dass ihr vielleicht auch in eurem eigenen Training beide Varianten mal testen könnt und die für euch sinnvollere oder effektivere raussuchen könnt. Die einfache Variante ist auf dem Holzstab, greift eine Hand oben, eine Hand unten drunter, stellt euch beide Beine hin und lehnt euch hier rein. Und in dieser Position merkt ihr, dass die Schulter der oberen Hand, in dem Fall meine rechte Hand, wird gedehnt. Das könnt ihr mal antesten. Das ist letztendlich eine super Übung, um die Overhead Squat oder auch die Overhead Position insgesamt zu verbessern, weil es die Schulter ein bisschen locker macht. Wenn ihr Schulter invalide sein sollte, also eine Schulterverletzung habt, dann müsst ihr mal gucken, ein gutes Maß an Stabilität und an Mobilität. Das heißt, darauf achten, dass ihr nicht nur mobilisiert, sondern auch Übungen macht wie Turkish Get-Ups. Das zeige ich in einem anderen Video mal. Oder ihr sucht das mal bei YouTube oder bei Google raus, weil das letztendlich wichtig ist, dass ihr nicht nur mobilisiert. Es könnte sein, dass die Schulter irgendwann sehr mobil ist, aber nicht stabil genug, um diese Mobilität zu kompensieren. Ihr könnt das trotzdem testen. Wenn ihr euch wohlfühlt in der Übung und nicht schulterverletzungsgefährdet seid oder auch nicht schon eine Verletzung hattet, macht das. Macht den Prayer Stretch. Teste das aus. Geht rein, eine Minute rechts, eine Minute links. Die offizielle Variante, warum das Ding eben Prayer Stretch, also Beta, ja, oder betender Stretch heißt, das liegt daran, weil man angefangen hat, das so zu machen. Man hat eine Bank, man kniet sich davor. Und jetzt wird das ja schon mehr Richtung Betstuhl transferiert. Das heißt, ich zeige jetzt, wie das geht. Also ihr greift den Stab, die Handinnenfläche zu euch, legt die Ellenbogen auf, geht ein bisschen weg von der Bank. Und lass dich jetzt langsam hier nach unten fallen. Und in der Position, hier unten drin, merkst du sofort, wie beide Schultern gleich beansprucht werden. Das kann ich halten. Ich kann auch mal testen, ob ich meine Arme noch weiter auseinander kriege. Dann ist der Stretch gleich viel härter. Ja. Das kann man austesten. Hier auch, wer eine Schulterverletzung hat, der sollte das vorsichtig angehen. Weil diese Überkopfposition mit Gewicht oben drauf gelegt, das ist letztendlich eine sehr instabile Position. Und wenn ihr euch unwohl fühlt, dann testet euch Schritt für Schritt rein. Ihr müsst nicht zwangsläufig immer gleich über den Kopf gehen, ihr könnt euch antesten. Langsam reinlegen, die Arme vielleicht auch nicht ganz gestreckt lassen, vorsichtig rein mobilisieren. Fragt notfalls euren Coach, fragt euren Physiotherapeut des Vertrauens, probiert das aus, bleibt geschmeidig, euer Wunschwelle.